Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Nach langer Zeit gibt es mal wieder ein FAQ, denn das ist wirklich mal sowas von überfällig, denn das letzte Mal, als wir es gemacht haben, war glaube ich vor, ich weiß gar nicht, einem halben Jahr oder sowas ähnliches. Normalerweise mache ich das ja immer auf Twitch, aber ich habe mir gedacht, jetzt mache ich das auch mal für YouTube. Es ist auf jeden Fall Zeit, dass wir mal ein paar Fragen beantworten, deshalb habe ich euch auch in der vergangenen Woche gebeten, mir welche zu stellen, da kam auch ein bisschen was zusammen. Und ich wollte auf jeden Fall für die Zukunft auch ein paar FAQs machen, von daher würde ich euch bitten, wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie mir unten in die Kommentarsektion. Ihr braucht keinen Hashtag FragMike oder sowas da reinzuhauen, das ist nicht unbedingt notwendig. Aber ich habe eine kleine Bitte, und zwar, wenn ihr mehrere Fragen habt, dann stellt sie bitte anhand von mehreren Nachrichten, das wäre super. Weil ich hatte das schon mal in der Vergangenheit, da hat einer so einen Blocksatz an Fragen gestellt und da habe ich mir nur zwei Fragen rausgesucht, weil das einfach viel zu viel waren. Deswegen würde ich euch bitten, eine Frage pro Nachricht dann posten, und wenn ihr euch so denkt, oh, ich habe eigentlich noch eine Frage, dann stellt ihr einfach noch eine Frage, nochmal eine Nachricht posten und fertig. Das wäre im Prinzip alles. Also würde ich sagen, legen wir los. Die erste Frage kommt von iBase05. Hashtag fragt Mike, Taucherschein gefällig? Immer. Taucherschein bedeutet übrigens Divebomb, Diven heißt Tauchen. Der Rest ist selbsterklärend. Da jetzt die ersten 5 Rennen gefahren wurden, wie würdest du die Performance der Autos einreihen? Ich habe das mal hier beantwortet, aber ich habe das Ganze mal mit einer Race Pace verglichen und ich habe da auch eine passende Seite gefunden, und zwar f1pace.com. Diese Internetseite ist sensationell. Die habe ich mir so durch Zufall gefunden. Die nächste Frage kommt von Sascha Loll, der F1 McLaren-Fan. Einer meiner schon langen Zuschauer. Hashtag fragt Mike. Glaubst du, dass 2022 mit den neuen Autos am Ende eine der spannendsten Saisons werden könnte? Und wie viele Punkte könnte Mick Schumacher aus deiner Sicht in dieser Saison noch holen? Das Auto, das er in der Lage ist, in die Punkte zu fahren, hat er ja. Also könnte es eins der spannendsten Saisons werden? Auf jeden Fall wird es ein 2- bzw. 3-Kampf. Mittlerweile war es ja eher so Red Bull versus Ferrari, aber man darf Mercedes auch jetzt nicht außen vor lassen, denn die haben in Spanien auf jeden Fall, gerade mit Hamilton, der ja einen Reifenschaden hatte und ohne Safety Car von 19 auf die 5 gefahren ist, also die Pace haben sie wieder. Und Russell hat sich wieder aufs Podium gefahren, also wirklich GG an meiner Stelle. Das könnte ein lustiges Triell werden. Das wird kein Duell, das wird ein Triell. Wie viele Punkte könnte Schumacher einholen? Ich denke mal, dieses Jahr bekommt er auf jeden Fall welche. Ich sage mal zweistellig. Was glaubt ihr? Wie viele Punkte sind eurer Meinung nach machbar? Ich sag mal 20, vielleicht 30. Ich habe keine Ahnung. Müsste ich jetzt raten. Die nächste Frage kommt von Jeremy Gundel. Hashtag fragt Mike. Welche Fahrer würdest du aus dem Fahrerfeld rausschmeißen und welche holen? Egal ob Ex-Formel-1-Fahrer, Formel 2, etc. Liebe Grüße aus NRW. Liebe Grüße aus Niedersachsen zurück. Ich würde Nicolas Latifi ersetzen, weil er einfach irgendwie überhaupt nicht in die Gänge kommt. Selbst Alex Albon ist auch einen Ticken schneller als er. Und selbst Nyck de Vries hat ihn im ersten freien Training zum Spanien Grand Prix, also er ist eine schnellere Zeit gefahren als er. Denn es gibt Gerüchte, dass Oscar Piastri 2023 für Williams fahren könnte und er könnte wiederum seinen Sitz einnehmen. Also der Typ ist in meinen Augen mit George Russell zu vergleichen, weil er ein unglaubliches Talent hat und solche Fahrer möchte ich auf jeden Fall in der Formel 1 sehen. Die nächste Frage kommt von GamerDH. Wie schlecht fandest du F1 2021? Skala von schlecht bis Amber Heard. Also um das Ganze einmal ein für alle Mal zu klären. Ich habe von dieser ganzen Johnny Depp versus Amber Heard Sache fast gar keine Ahnung. Ich weiß lediglich, dass sie mal zusammen waren und dass es gerade vor Gericht stattfindet. Alles andere weiß ich nicht. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich gerne unten in den Kommentarsektionen aufklären. Aber ich formuliere es mal so herum, lieber GamerDH. F1 2021 ist, was den Multiplayer-Bereich angeht, das schlechteste Spiel, was Codemasters jemals auf den Markt geschmissen hat. Alleine diese Desync-Geschichte, die die Liga oder die Ligen weltweit in eine 4- bis 8-wöchige Pause versetzt hat, ist nicht mehr lustig und es sind so viele Bugs dabei. Grüße gehen jetzt mal raus an meinen Zuschauer Yannick, der hat nämlich einen extrem verrückten Clip auf meinem Discord geschmissen, den ich euch jetzt hier mal zeige. Und das spielt den Medium-Fahrern so in die Karten. What the fuck? Hä? Alles klar, es ist trocken, schönes Spiel. Oh mein Gott, was? Du kannst dieses Spiel nicht ernst nehmen. Auf einmal war ein Blitz und alles ist trocken. Alle Box. Hey, was? Digga.
Ihr seht, liebe Leute, es ist Regen. Nö, es ist nicht. Also, dieses Spiel ist einfach. Nee, also, dieses Spiel ist. Grüße an Dr. Russ. Dieses Spiel ist einfach nö. Dieses Spiel ist einfach nur nö. Die nächste Frage kommt von Racer Henne. Hashtag fragt Mike: Wäre es eine bessere Idee, mehr Teams in der Formel 1 zu bekommen oder die Anzahl der Autos pro Team auf 3 zu erhöhen? Lieber Racer Henne, wir sind die Formel 1, nicht die Formel 3. Also, wenn man jetzt pro Team auf 3 Fahrer geht, dann müsste man ja gefühlt mehr Boxen bauen und das wären Unkosten. Also, nein. Mehr Teams wäre schon vernünftiger. Also, es gibt ja auch diverse Gerüchte, dass Andretti 2024 in die Formel 1 einsteigt. Ein Vorvertrag mit Renault als Motorenpartner haben sie bereits abgeschlossen. Und was ich auch gehört habe, soll folgendes sein: Porsche wird Motorenhersteller für Red Bull und Audi wiederum könnte als eigenständiges Team reingehen. Soll aber angeblich auch eine Kooperation mit Williams oder mit Aston Martin anstreben. Irgendwas soll es in diese Richtung geben. Es ist noch nichts Offizielles, es sind alles nur Gerüchte, aber wir werden es wohl in der nächsten Zeit wohl erleben. Welche Saison ist spannender gewesen? 2016 oder 2021? Nun, in beiden Fällen wurde die Titelentscheidung in Abu Dhabi gefällt. Bei der Überfahrt der Ziellinie wusste man, wer dann Weltmeister wurde. Aber ich muss sagen, 2021 setzt nochmal einen drauf. 2016 war interessant, 2021 war aber nochmal eine Ecke geiler. So, die vorletzte Frage kommt von Jelkajor. Hashtag fragt Mike: Lieber für immer im Williams fahren oder kein Ferrari-Fan mehr sein? Dann bevorzuge ich Ersteres. Ich bin Ferrari-Fan schon seit sehr langer Zeit, schon zu Zeiten eines gewissen Michael Schumachers. Und zu deiner nächsten Frage, Hashtag frag Mike: Lieber Free TV mit Werbung oder Sky F1 ohne Werbung? Ich habe RTL satte 8,5 Jahre geguckt mit der Formel 1 und irgendwann hatte ich die Nase endgültig voll. Und habe dann gesagt, ich wechsle zu Sky und das ist mir sogar egal, ob ich da 30 € für Fußball, Formel 1 und bla 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 bezahle, denn ich kann die Werbung nicht mehr sehen. Ja, bevor ihr mich irgendwie an die Wand nagelt, ich weiß schon, dass es da Werbung gibt, aber im Training, liebe Leute, im Training, da können wir wirklich mal ein Auge zudrücken. Bevor ich es vergesse, liebe Leute, kurze Werbeeinblendung. Ja, falls ihr es noch nicht wisst, ich bin Sky Affiliate Partner und der ein oder andere von euch, der vielleicht immer noch RTL schaut, auch wenn es nur 4 Rennen oder 5 Rennen pro Saison sind und gerne umsteigen möchte, ne? Unten in der Videobeschreibung befinden sich Links zu Sky Ticket oder Sky Q mit dem Receiver. Wenn ihr da draufklickt und euch das Ganze bestellt, egal ob es jährlich oder monatlich ist, bekomme ich eine winzig kleine Provision. Ich bedanke mich schon mal bei allen, die eventuell sogar darüber nachdenken oder sich für einen Kauf dafür entscheiden. So, liebe Leute, das soll es mit dem FAQ gewesen sein. Dankeschön fürs Zuschauen. Wie gesagt, stellt mir Fragen für die nächste Folge des nächsten FAQs. Wann das kommt, weiß ich nicht. Ich denke mal im Juni, würde ich mal sagen. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Video und ciao.